Ich bin Inga, ich arbeite bei der Stadtverwaltung Frankfurt und da genau für den Gesamtpersonalrat der Stadt Frankfurt. Ich bin Referentin für Digitalisierung. In Verdi aktiv bin ich vor allem als Vertrauensfrau für die Stadtverwaltung Frankfurt, das heißt für alle Kolleginnen, AnsprechpartnerInnen. Und ich bin außerdem Mitglied in der bezirklichen Arbeitskampfleitung. Das heißt, wir sind die, die versuchen, die Stimmungsbilder während der Tarifrunde zusammenzufassen, zu diskutieren, wie laufen die Streiks, was braucht es noch, und auch zusammenzutragen, wie werden unterschiedliche Ergebnisse während dieser Tarifverhandlungen aufgefasst. Umso schwieriger ist für uns jetzt tatsächlich das Ergebnis dieser Tarifrunde, weil dieser 500-Euro-Sockelbetrag überhaupt nicht erreicht worden ist. Und für uns ist auch dieser 3000-Euro-Inflationsausgleich, der mit in die Tarifverhandlungen eingeflossen ist, total kompliziert. Der war nie Teil unserer Forderungen. Und dann ist genau das passiert, was wir nicht wollten. Diese 3000 Euro sind Teil von Tarifverhandlungen geworden. Es hat bei der IG Metall angefangen, es wurde bei der Post so gemacht und deswegen natürlich jetzt auch bei uns. Für uns bedeutet es aber, die 3000 Euro, die jetzt ausgezahlt sind, über die wir uns definitiv freuen, so, die hätten sie auch gern obendrauf zahlen können. Aber es bedeutet auch, dass in diesem Jahr keine Lohnerhöhung stattfindet. Also nichts, was tabellenwirksam ist. Das heißt, was sich nicht in Zukunft bemerkbar macht. Das heißt, wir haben nicht nur die 11 Monate, 12 Monate, denen nichts gezahlt wird, sondern bei der nächsten Tarifverhandlung fallen wir auch weiter unten an. Das Ergebnis so, wie es ist, bedeutet tatsächlich einen Reallohnverlust. Wir hatten eine super Streikbewegung, wir haben hochmotivierte Kolleginnen. Ich glaube, man hat bei uns hier gemerkt, dass der Druck auf die Menschen, ihre Miete zu zahlen, ihren Lebensunterhalt, ihre ganzen Lebenshaltungskosten immens ist. Wir haben uns mehr versprochen, wir sind für mehr auf die Straße gegangen und wir sind nicht zufrieden. Ich individuell überhaupt nicht.